Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Mass Effect 1. Fab, ich muss mich schon mal stark entschuldigen, dass so lange keine Folgen mehr gekommen sind. Das hat zum einen zum Grunde, weil ich viel gearbeitet habe, beziehungsweise weil die Hitze so warm war, dass ich keinen Bock mehr habe. Also hatte, ein paar Videos zu machen. Ich habe auch einen neuen Stuhl bekommen. Damit dürfte gleich einiges besser werden, hoffentlich. Das ist erstmal nur ein Testvideo. Mal gucken, wie der Stuhl so funktioniert, also dass er nicht quietscht und so weiteres. Weil er wieder auch in älteren Folgen ein bisschen nervig gewesen. Aber ich werde versuchen, schnell wieder neue Videos zu machen. Ich bitte um Geduld. Aber okay, machen wir weiter. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Naja, unterschätzen Sie mich mal nicht. Ich kann sehr überzeugend sein. Ja. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anoulis. Okay. Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Sie sagten, dass ich mit Lorik Keen reden soll. Mr. Anoulis ist nicht der Einzige, der Hanshan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Aha. Erzählen Sie mir von den Firmen, die auf Noveria operieren. Wir haben Labors an mehr als 250 Hightech-Firmen vermietet. Ach du Scheiße. Die meisten Aktien halten Schutzabwehr, Fürsorge Elanus, Binhex und SynIQ. Ihre Wachen arbeiten für SAFE, nicht wahr? Die Direktoren bekommen einen Rabatt bei der Sicherheit. Elanus entwickelt auch tödliche und nicht tödliche Waffen. Okay, Binhex. Binhex? Ist das eine Genetikfirma? Binhex ist Marktführer auf den Gebieten Genetik und Biotechnologie. Sie sind allerdings nicht sehr oft in den Medien. Sie erforschen größtenteils Biotikmodifikationen. Das verärgert viele Technikfeinde, organisch orientierte und fundamentalistische Gruppen. Habe ich das hier nicht mal schon mal gefragt? Ich meine, da habe ich was in Erinnerung. War SynIQ nicht neulich in den Nachrichten? Das ist eines der vier vom Zitadellrat lizenzierten Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln. Vier? Das führt zu vielen Protesten. Aber kein Demonstrant konnte je unsere Sicherheit durchbrechen. Darum investieren sie auch hier. Vier Unternehmen nur? Okay. Ich hörte, es gab einen Unfall auf Gipfel 15. Wir kennen die Gerüchte. Im Moment ist der Kontakt zur Anlage aufgrund des Wetters unterbrochen. Alle Angestellten sollten ihre Vertraulichkeitsvereinbarungen beachten und keine Gerüchte in die Welt setzen. Also sollen alle den Mund und den Kopf gesenkt halten? Ein loses Mundwerk senkt die Profite. Sie sind weitaus offener, als es hier üblich ist, Commander. Ach, ich kenne das. Ich glaube, wir hatten das schon direkt am Anfang mit ihr ein bisschen gesprochen. Also, ja. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Aber mir fehlt hier gerade ein bisschen die Musik. Machen. So, jetzt lassen wir so, Lucky Key finden. Darf nicht so schwer sein. Schon hier gewesen? Bin mir gerade nicht sicher. Hey du! Was ist das für ein komplizierter Name? Spectre, was? Ja. Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Und du bist ziemlich freundlich und nett. Gefällt mir. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anoulis hat den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Aha. Wissen Sie, wo die Matriarchin jetzt ist? Suchen Sie sie? Sie flog mit einem Shuttle zu Gipfel 15, bevor der Kontakt abbrach. Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung.
Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Aha. Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Hanshan. Nennen Sie mich Lee. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen. Ich habe ein Team von 12 Mann und halte die Shuttles am Laufen. Lee ist auch eine gute Abkürzung. Ja, dein kompletter Name auszusprechen ist ja so schwierig wie Dinosauriernamen auszusprechen. Die meisten. Kannst du versuchen. Lilihiriax. Ja, mit ein bisschen Übung und toller Name. Naja. Wie war das mit Sin IQ? Den Gerüchten zufolge wurde Lorikin bestochen. Also ließ Anolis das Büro von Sin IQ schließen. Still und leise, damit kein Anwalt von draußen Wind davon bekommt. Aha. Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anolis oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. Okay, schade, dass du nicht helfen kannst, aber ich bedanke mich für die Infos. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Wenn du mir noch helfen kannst, komme ich darauf zurück. Hallo. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ja. Ich bin im Auftrag der Zitadelle hier und muss diese Station verlassen. Wenn Sie in die Garage wollen, brauchen Sie Mr. Anolis Genehmigung. Es gibt keine Ausnahmen. Tut mir leid. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ja gut, ich gehe. Ich wollte sowieso nicht raus. Schönen Tag noch. Da, eine Tür steht. Wo, welche Tür? Hier steht rein gar nichts. Das Wetter da draußen sieht grässlich aus. Der Göttin sei Dank, dass es hier drinnen warm ist. Aha, ich beschütze das Wetter. Obwohl ich Schnee mag. Naja. Hoffentlich kommt jetzt mal wieder Musik. Es ist Mass Effect ohne Musik, das ist irgendwie unheimlich. Die Musik habe ich auch nicht abgeschaltet. Ah, da ist sie wieder. Tada, wir sind da. Entschuldigung. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Hallo, Madame. Sie wollen mit mir reden? Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Kennen wir uns? Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Denken, ich bin eine Größe. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Mhm. Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Da steht direkt hinter mir der linke Typ da. Wenn er sieht, dass ich mit dir rede, wird er wahrscheinlich einen eins zusammenzählen. Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber soll ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen.
im Namen der Allianz oder der Spectres ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Aha. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Was ist meine Belohnung? Was springt für mich raus? Geld natürlich. Man würde mich für diese Arbeit großzügig entlohnen. Sie somit auch. 500 Credits. Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Bin zu gut. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre, ich verschwinde dann mal. Tja. Hat sich erledigt. Kann ich Ihnen helfen? Sie sind der Spectre, ja? Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. Wenn ich denn der Knarre ins Gesicht halte, wirst du mit mir reden müssen. Angeblich hat es auf Gipfel 15 keinen Unfall gegeben. Aber alle wissen es. Mhm. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, subventionierte Wohnung. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Am Äquator? Fallschirmspringen, Tauchen, ein zugelassenes Asayura-Feld? Wenn man solche Sachen mag. Ich genieße lieber die Aussicht. Ja, hier kann man anscheinend gut leben, wenn man es richtig anstellt. Du. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Ich kann Sie nicht reinlassen. Sie können gern im Café Platz nehmen. Wir beschränken den Zugang, um die Privatsphäre unserer Gäste zu schützen. Ich bin Spectre. Ich bin die höchste Instanz hier. Abgesehen von Rat. Ziemlich kühl heute. Sie sollten einige Spiegel in den Orbit schicken. Wenn die das Sonnenlicht herleiten, wird es wärmer. Aha. An sich keine dumme Idee. Aber seid ihr sonst schon generell nicht einfach so zu Planeten kommen? Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Na gut, ich gehe schon wieder. Nicht auflegen. Großer Bruder, ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein Problem. Mit SynIQ. Der Manager Lori Keen. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Han Shan hat das Büro geschlossen. Du musst etwas für mich herausfinden. Kannst du den Namen aufschreiben? Bist du bereit für den Namen? Ranadril Gan Sua Fulsum Karaten Nar Yadi Bel Anoleis. Nein, das ist der Administrator. Der Han Shan Administrator. Dann denk darüber nach. Ein Turianer riskiert nicht, dass man sein Büro schließt. Er gefährdet sein Team nicht. Das wird schon in der Grundausbildung gelehrt. Ich denke, der Administrator will diesem Keen seinen eigenen Mist in die Schuhe schieben. Natürlich passe ich auf mich auf. Denkst du, ich könnte über das Netzwerk von Noveria ungefilterte Daten bekommen? Außerdem würde es ewig dauern, bis eine Suche außerhalb des Systems wieder zurückkommt. Danke, großer Bruder. Ich muss gehen. Ja, ich melde mich bald wieder. Interessant. Oh, du bist eine Kroganer, ne? Was wollen Sie? Ich hörte, dass Opold etwas für Sie hat. Sollte mich das interessieren? Sind Sie sein Kurier oder was? Ich überlasse Sie nun Ihrem Drink. Wie Sie meinen. Was wollen Sie? Was trinken Sie eigentlich? Was haben Sie bestellt? Menschenblut. Mit Zimt. Belästigen Sie jemand anderen. Na was? Was wollen Sie? Nichts. Verzeihen Sie die Störung. Naja. Gefälligkeit zu gering, auch zu gering. Jedes Mal, wenn ich hier komme, tut da draußen verdammter Schnee. Ja, wie oft bist du denn hier weg? Aber nun gut, das war's erstmal wieder mit deiner Testfolge sozusagen. Ich guck gleich, wie die Tonaufnahmen sind und es fällt gerade hier ein Zug vorbei. Naja,
Ich bedanke mich allen, die hier zugeschaut haben. Ich entschuldige mich, dass es gerade nicht so spannend war bei der Folge. Nun dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.